Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Schön, dass du mit dabei bist. Hier ist wieder der Gin Tonics und es geht weiter. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen tatsächlich, wir haben hier nämlich etwas bekommen. Wir können Crucio lernen. Das ist sehr schön. Und deswegen geht's jetzt per Schnellreise, das habe ich nämlich in der letzten Folge schon erzählt, einmal nach Hogwarts in den Raum der Wünsche. Dort werden wir die Sachen identifizieren, die noch nicht identifiziert sind. Machen wir jetzt direkt hier schnell. Zack. Das haben wir. Jetzt fällt mir auch gerade ein, wir haben ja Testrale gefangen. Gehen wir mal hier kurz rein. Und die können wir doch hier bestimmt auch rauslassen, oder? Ja. Ja, sehr cool. Hallo. Guten Tag. Ich mache mir mal sauber. Hier geben wir was zu essen. Und dann machen wir es andersrum. Dann geben wir dir was zu essen. Und dann machen wir dich. Oh. Ein Haar eines Testrals haben wir hier bekommen. Und das haben wir auch. Sehr nice. So, dann geht's wieder zurück. Und wir identifizieren. Achso, haben wir nicht. Natürlich. Achso, der ist wieder zu viel. Da können wir nichts. Dann ernten wir das hier kurz ab. Das nehmen wir alles mit. So, zacki, zacki, zack. Wichtig. Dann geht es per Schnellreise nach Hogsmeade. Da werden wieder ein paar Loot-Sachen verkauft. Lade, 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 lade. So, Besenknecht Sonntagsstart einmal. Guten Tag. Würde gerne was verkaufen. Das ist der besser? Ja, der ist besser. Was ist das? Das ist ein, was ist das? Ein Umhang, oder? Jetzt nicht alles täuscht. Ja, ja, das haben wir. Mantel und Umhänge. Genau, den nehmen wir mit. Der sieht ja schrecklich aus. das nehmen wir. Gut, und dann kann der andere verkauft werden, oder? Inventar. Ah, wir haben ja das neue bekommen. Stimmt, Haar eines Testrals. Das Haar wird von den geflügelten und skelettartigen Testralen abgeworfen, die in sumpfigen Gebieten beheimatet sind. Mhm. Genau. So, dann haben wir das. Und dann können wir ihm das jetzt verkaufen, hier andrehen. Bitteschön. Und Schiss ab dafür. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei. So, und jetzt treffen wir unseren geliebten Sebastian. Komme ich da wohl hin? Wir gehen mal zur großen Treppe. Und versuchen mal von da irgendwie durchgelotst zu werden. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir zum Slytherin-Gemeinschaftsraum kommen. Wie weit das jetzt noch ist wohl. Und ich höre hier immer noch einen fliegenden Schlüssel. Weiß nur nicht, wo der ist. Leider. Ich weiß nur nicht, wo der ist, der fliegende Schlüssel. So. Untere große Treppe. Oh. Hier sind noch ein paar neue Sachen. Hier waren wir noch gar nicht, wa? Das gibt's ja nicht. Hier waren wir noch gar nicht, Leute. Das ist ja der Hammer. Hier ist so eine Handbuchseite. Kelpie-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann, gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Okay, und hier haben wir die Truhe, die würden wir gerne haben. Da gehen wir mal ganz kurz unsichtbar hin und holen uns die 500 Gold ab. Hallo. Und schon bekommen. So, was gibt's denn hier sonst noch so?
Wie gesagt, hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja äußerst spannend, ey. Oh, ist das hier der... Ey, warte mal, ist das hier... Ist das hier Kammer des Schreckens und so? Ich glaube fast, ne? Oder ist das hier auf der Seite? Vielleicht ist es auch diese Seite. Slytherin Waschbecken. In einem kupfernen... In einen der kupfernen Wasserhähne dieses scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf den Mädchentoiletten ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Hier ist der Eingang der Kammer der Schrecken. Oh mein Gott, ey. Oh, ja, mach auf den Kram. So. Mach einfach auf. Doch gar kein Thema. Ich hab doch niemanden. Erbe von Slytherin und so, ne? Lumos. Ist nicht da vorne, wo wir gerade hergekommen sind? Rebellion. Ist nicht hier? Ja, das muss doch hier sein. Oder was? Hier sehr spannend. Rebellion. Oder ist es hier? Ja, hier ist es. Nicht hier, sondern in dem nächsten Gang. Hier. Guckt mal. Oh, was ist denn hier? Da kommen wir nicht rein. Sehr schade. Na gut, dann nehmen wir doch mal das mal hier mit. So. Dann gehen wir wieder nach Hause hier zu deinem Gemälde. Zack. Noch eine Handbuchseite. Perfekt. So, und dann treffen wir jetzt mal Sebastian. Warten wir doch mal auf ihn hier. Warten. Du bist hier. Klasse. Ja, schon etwas länger als du anscheinend. Hallo Sebastian. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert, aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Kommet. Hier entlang. Okay, dann geh voraus. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet, auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Ach, diese Nervensäge! Da ist er. Ah. Viel Glück. Dankeschön. Was machst du hier? Hallo Ominous. Ich hab da mal so eine Frage. Ich hab nämlich Bock, ein bisschen Kutjo zu lernen. Okay? Hallo Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Bitte Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann. Um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen.
Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Ja, dann wird's Zeit, ne? Ich verstehe deine Sorge. Willst du nicht wissen, was dort drin ist? Willst du nicht wissen, was dort drin ist? Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ja, der ist nicht so weit. Wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Huch. Diese Feuerstellen. Komm, trink! Das Kantor. Jetzt verhältst du das. Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, was ich war. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Was ist los? Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Na klar sind wir bereit dafür. So, dunkle, ich geh vor. Heilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Ja, wer liebt ihn nicht? Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Komm, trink! Eine verschlossene Tür. Hier ist uns gesehen. Nachricht von Noctua Gaunt 1 von 5. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Rebellion. Sprich mit Ominous über das Zischen. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Ja, das hören wir nicht, aber das wird wohl der Basilisk sein. Schätze ich mal. Eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich überdenke das sehr viel? Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Reveal, es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar hat bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns ist mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Ja, hier steht ein Schloss. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Das klang nicht. Aua. Salazar Slytherin. Ach so. Bin auch blöd. Bin auch komplett blöd, ne?
Bin auch richtig blöd. Also oben ist so ein Kreis und unten ist eine 8. Oben Kreis, unten 8. Zack, da haben wir es schon. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Revelio. Oh, das ist ganz schön dunkel hier. Confringo. Leute, Nachricht von Noctua Gaunt. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. So, ich laufe jetzt aber hier nochmal ganz kurz lang. Weil hier scheint ja auch noch was zu sein. Das wollen wir ja nicht verpassen hier, ne? Hier ist die zweite. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hier hindurch schaffen. Noctua Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Revelio. Arme Tante Noctua. Das öffnet bestimmt das hier, ne? Boah, was ist das? Oben irgend so ein Horn und unten so ein... Ja, was ist das? Ein A? Unten ein A. Unten ein A. Noch ein Tor. Das wird sein und unten ein A. Da ist es. Oh, Gott sei Dank, gerade so geschafft, ey. Oho. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Revelio. 4 von 5. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher, Noctua Gaunt. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Rebellion. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Achso, hier, das ist ein unten durchgestrichen, also eine Qualle und dann so durchgestrichen. Boah, das muss ich mir merken, oder was? Qualle unten durchgestrichen, Qualle unten durchgestrichen, Qualle unten durchgestrichen. Noch eins, nicht gerade gastfreundlich, was? Qualle. Da, okay. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium eine Protego. Huch. Huch. Einfach mal einmal kurz spontan die Steuerung vergessen. Man kennt's ja nicht. Man kennt's ja. Man kennt's ja nicht. Ja, ist richtig. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Was steht da? Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Crucio steht hier. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Oh, ich glaube, das ist sie, oder? Eieiei. Okay. Ja. Okay, der Schrei. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht.
In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir? Führt ihn das nur ebenfalls in den Tod? Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Noctua Gaunt. Ominous. Das tut mir leid. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Okay, Sebastian. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich frage ihn. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Ich krieg das hin. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Alles gut, Ominous, alles gut. Wir kriegen das alle hin gemeinsam. Wir kommen hier wieder raus. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ich weiß nicht. Wer weiß. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Oha. Na gut, ich will den Cruciatus-Fluch nicht lernen. Ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Bring mir den Cruciatus-Fluch bei und ich führe ihn an dir aus. Nein, ich glaube nicht, dass er darauf eingeht. Wer würde darauf eingehen? Wir nehmen das auf unsere Kappe. Ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Wir lernen Crucio, Leute. Oh mein Gott. Okay, let's go. Unser erster unverzeihlicher Fluch. Bereit? Ja, bereit. Geht es dir? Alles in Ordnung? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Ui. Das ist Salazar Slytherin's Sanatorium. Wir sind hier. Unfassbar. Krass, wir sind wirklich da. Das Skriptorium von Salazar Slytherin.
Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Wahnsinn. Slytherins Zauberbuch. Sebastian, Ominous. Hier drüben ist ein Buch. Revel. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal drehen? Ja, warte. Wartet, Kollegen, ne? Wir müssen hier erstmal ein bisschen. Lecker, so schön altes Getränk erstmal essen, ne? Sich zu Gemüte führen, sehr lecker. Was haben wir hier? Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen, dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte, Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer in Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Das ist der Basilisk. Okay, also er schläft. Der Basilisk schläft. Oh mein Gott, ist das krass, ey. Es ist so krass. Es ist einfach so krass. Okay, Sebastian, hier ist das Buch von Salazar. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beiden hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Tja. Aber wir packen den ersten unverzeihlichen Fluch unten rein. Okay, verlasse das Skriptorium. Hier geht's raus. Kerker von Slytherin. Reisen. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Ich bin schon drin und auch schon draußen jetzt. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie... und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Na gut, immerhin. Immerhin, er weiß es jetzt. Kuzio! Warum darf ich das nicht machen? Ah, ich darf das hier nicht einsetzen. Ach so, Hogwarts, unverzeihlicher Fluch und so. Haha, darf ich nicht machen. Krass. Absolut krass. Ja gut, aber auch absolut verständlich, ne? So, Ausrüstung. Wir haben aber Crucio, ich kann es immer noch nicht fassen. Wir haben unseren ersten unverzeihlichen Fluch gelernt. Oh mein Gott, das ist so geil. Und wir waren im Skriptorium von Salazar Slytherin. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Also, das ist... Es ist einfach der Wahnsinn. Wirklich. Ich genieße das mega. Es ist einfach so unfassbar cool. Oh, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich, Leute. Es ist wirklich, wirklich herrlich.
So, hier hatten wir das Buch von Salazar Slytherin. Genau, das haben wir Sebastian gegeben. Ich tippe mal, er wird sich dann die anderen unverzeihlichen Flüche auch aneignen. Und hoffentlich wird er uns nicht vergessen und uns sie beibringen. So. Hier sind die ganzen Notizen von der Gaunt. Die haben wir schon gelesen. Sammlungen, was haben wir bekommen? Ach ja, wir haben eine Handbuchseite von Hogwarts gekriegt, genau. Und zwar den und... eigentlich noch ein. Ja, hä? Ich bin manchmal auch echt ein Blindfisch, ne? Achso, da hier. Das Kelpie. Das gute alte Kelpie. Okay, Leute. Aufträge, was steht an? Wieder auf dem Weg. Genau, wir gucken mal ganz kurz. Was haben wir hier noch? Nee, tatsächlich sind wir so gesehen durch mit den ganzen Sachen und wir können Crucio. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Wir haben wirklich den Cruciatusfluch gelernt. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge und in der nächsten Folge werden wir gemeinsam in die Kartenkammer gehen und mit Professor Fig reden über das weitere Vorgehen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, dass du morgen bei der neuen Folge auch wieder einschaltest. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und köstliche Grüße an dich und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, dein Gin Tonics. Ciao.